Wow, herzlich willkommen zurück bei Dracula Origin mit Professor Abraham Van Helsing, der sich immer noch vehement weigert, dieses Kanu dort hinunterzustoßen. Warum auch immer. Ich finde, Randale ist die beste Begrüßungsmethode. Na, gehen wir erstmal gucken, was da überhaupt ist. Ich muss extrem vorsichtig sein. Warum? Es ist eine Tür. Da gehen wir einfach runter. So, lauf. Ich glaube, ich habe noch nicht alles unter die Lupe genommen. Wie, der Tür, da durchgehen. Es ist nicht wahr. Ich will ja episch in die Geheimkammer gehen und jetzt sagt er, nö, wir haben noch nicht alle Infos. Natürlich haben wir alle Infos. Oder gibt's hier noch irgendwas? Ach, den Wächter muss ich zerstören. Stimmt, sonst sind wir ja auf ewig verflucht. Ich erinnere mich. Also hauen wir den jetzt mal kaputt. Ich hätte den jetzt aber nicht als Wächter identifiziert. Und da sollten wir ja noch was mitnehmen. Die Spitze eines Speeres. Aufwendig verziert und extrem stabil. So, jetzt haben wir aber alles. Jetzt haben wir alles gemacht, was auf dieser komischen Vorhersage drauf stand. Wir haben das Blut genommen, wir haben da den Wächter zerstört und was aus dem Kopf genommen und... Ich glaube, jetzt war's das, oder? Alligatoren! Und nu? Oh, diese Stelle wird von Krokodilen heimgesucht. Unpassierbar. So friedlich das Gewässer doch auch aussieht. Wir wissen, dass sich bösartige Krokos darin verstecken. Hier, spiel mit dem Krokodok, Krokodok. Nee, Moment. Da gab's doch hier diese Werbung. Krokodok! Aber ich hab grad nicht den Jingle im Kopf. Naja. Dann weiß ich auch, wofür das Kanu da ist. Ich glaube, an diese Passage kann ich mich noch erinnern. Jetzt müssen wir die nämlich runterlassen, dass das da eine Brücke baut. Nein, das ist zu schwer. Ich glaube, der macht mich wahnsinnig. Aber ich kann das als Hebel benutzen. Na also, perfekt. Und jetzt? Nein, das ist zu schwer. Der macht mich wahnsinnig. Jetzt mit dem Hammer draufhauen. Nein, das ist zu schwer. Oh, Van Helsing, mach mich nicht wahnsinnig. Ach, jetzt brauchen wir den Stab wegen der Hebelwirkung und so. I see. Ich nehme alles zurück, Van Helsing, macht Sinn. Ob das jetzt funktioniert? Das werden wir gleich herausfinden. Randale! Ich meine, Randale! Genauso würde ein Kanu fallen. Genauso. Es lässt sich bewegen. Perfekt. Ich glaube, der hat einen Knick in der Optik. Wenn das schon lange unten ist, sagt der so, oh, es bewegt sich. Können wir jetzt hier wieder was mitnehmen? Nö, dann auf geht's. Dann kommen wir weiter. Haha, aber die Krokodile können doch hier auch an Land kommen. Da waren die doch eben auch. Was sollte die jetzt davon abhalten? Aber da ist jemand drin. Oder besser... Eine höllische Kreatur, wenn man nach den unmenschlichen Schreien aus dem Inneren geht. Ah, das Geheimnis des Tempels. An meinen Aufenthalt in Kairo auf der Spur von Dracula werde ich eine fürchterliche, aber außergewöhnliche Erinnerung behalten. Ich schreibe sie hier auf diesen Seiten nieder, damit die Welt weiß, welche Gefahr von diesem Monster ausgeht. In der letzten Grabkammer im Tempel der Vampire habe ich die Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Versuches gesehen, Unsterblichkeit zu erlangen. Ach so, das war der Versuch, Unsterblichkeit zu erlangen, ist klar. In einem halboffenen Steingrab lag eine der Kreaturen des Teufels. Ein Wesen, das einst menschlich gewesen sein muss. Es stöhnte und jammerte auf schreckliche Art und Weise. Mir wurde klar, dass es auf ewig dazu verdammt war, untot zu sein. Wie Dracula es nennt, ein ewiges Leben in den Tiefen einer jämmerlichen Höhle, genährt vom Blut der Opfer, die dort hinabsteigen, um zu sterben, oder der Grabräuber, die dort zufällig enden. Aha. Ah, das tut jetzt nicht wirklich was. Also es ist einfach nur da. Wir können ja durchlaufen. Das muss ja schrecklich sein. Was ist denn das? Eine übernatürliche Kraft hindert mich daran, weiterzugehen. Der Zauber muss gebrochen werden. Das ist Wasserdampf. Heißer Wasserdampf. Los, weiche! Eine Übernatur. Ja.
Schwarze Sphinx, Attacke! Eine Übernatur. Ich liebe es. Bam, 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 bam. McDonalds-Werbung. So, was habe ich denn dabei? Ich habe nichts dabei, um übernatürliche Kräfte zu... Eine Übernatur. Es hätte ja sein können. Okay. Haben wir hier noch was übersehen? Moment. Und ich verstehe nicht, warum die Krokodile hier nicht wieder rauskommen können. Wieso macht das die Kreatur? Wieso fasst er immer raus? Ich verstehe das nicht. So agiert keine Kreatur. Hm. Ich habe ja was vergessen. Nee, eigentlich nicht, weil dann hätte er ja gesagt, uns fehlt noch was. Speerspitze, Spitze, Sphinx, Hammer. Ah, das Kondenswasser vielleicht? Moment, ich darf nicht immer gleich wegrennen. Ich muss tatsächlich alles mal ausprobieren und auch eventuell, ob man was kombinieren kann. Zum Beispiel, das. Weihwasser, Kreuz plus Kondenswasser gleich Weihwasser. Nee. Immer schön durchprobieren, bringt nichts. Hey, Flock und... Moment. Nee, ich kann die Kreaturen nicht separat auswählen. Zu schade eigentlich. Dann hätten wir sie vielleicht erlösen können. Warum greift die immer nach draußen? Und wieso stöhnt die nicht? Der Professor hat gesagt, hier stöhnt was. Gut, das mit dem Flocko, dem Hammer hätte ich mir denken können, aber... okay. Irgendwas? Lampe? Wir müssen erstmal was ausprobieren. Wie soll das denn gehen? Ich habe auch nur einen Weg zurück. Eine übernatürliche Kraft hindert mich daran, weiterzugehen. Der Zauber muss gebrochen werden. Ja, aber wie? Anzünden. Eine Kreuz hatten wir schon. Okay. Macht keinen Sinn. Eine Lampe. Eine Fläschchen mit Kondenswasser hatten wir auch schon. Kaputt schneiden, macht auch keinen Sinn. Eine Übernatur. Ich erdolche den Nebel. Eine Schwarze Sphinx, Flieg und Sieg. Eine Speerspitze? Eine okay, keines der Items hilft mir weiter. Was soll ich denn jetzt tun? Da muss ich ja jetzt irgendwas aufgeschrieben haben. Der goldene Degen, das habe ich schon. Willemanns Beutel, Halskette, das habe ich alles. Grabinschriften. Vase für den Schlüssel. Wegen der Unterstrichung kann ich den Text nicht entziffern. Ach so, aber was mache ich denn jetzt damit? Eine. Und warum können die Krokodile mich hier nicht angreifen? Natürlich können die das. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas habe ich übersehen. Ja, die Griffe da draußen rum. Du Klauschwein! Das sind Ägypter. Ja, grotesk und obszön. Die Ferschenbande und das obszöne Obst. Die Ferienbande, sehr geile Hörspielserie, die eigentlich die alten klassischen Jugendbanden-Hörspiele ziemlich parodiert. Geile Sache. Mal vorbeischauen. Ich mag Paul, den kommt. Nee, das Gehirn und den Computerexperten. Der ist cool. Ich habe hier was übersehen. Irgendwas. Was hilft mir hier gegen den Zauber? Aber hier ist doch auch nichts mehr. Diese Symbole sind... Nicht ägyptisch, aber sehr alt. Ohne Zweifel. Ja, hier. Seltsames Motiv. Das kennen wir ja auch alles. Aber es fehlt uns nichts mehr. Wie soll ich das denn... Wie soll ich den Zauber denn beenden? Halt, nein, nein, zurück. Das dauert wieder urstlange und da hinten ist nichts. Das wissen wir mittlerweile. Hey, das Weib ist weg. Das Weib ist weg. Das heißt, ist sie jetzt eine Vampirin? Weiß man's? Ist das eine zerbrochene Statue des Gottes Sokar?
Also theoretisch hätte er ja schon tot sein müssen. Wir haben nichts mehr hier, was wir noch tun könnten. Wie kriegen wir also den Dampf weg? Den Nebel? Also nochmal. Jetzt kommt das Wesen. Vielleicht müssen wir was mit dem Wesen machen. Nee, ich kann nichts mit dem Wesen machen. Ich kann auch nicht hinter den Sarg lang, um auf die andere Seite zu kommen. Ich kann ja nichts tun. Das heißt, wir müssen ein Item haben, irgendwie. Einfach durchlaufen. Eine übernatürliche Kraft. Was soll ich denn tun? Was soll ich machen? Grabinschriften. Was soll ich machen? Ich habe alles getan, genau bis jetzt, was... Moment. Einfach mal kombiniere alles mit allem. Das macht wenig Sinn. Zerbrochene schwarze Finken. Ich gehe krachen. Nein. Nein, nicht drüber nachdenken. Ja. Der Zauber ist gebrochen. Ich kann weitergehen. Ja. Nö. So wie wir uns das die ganze Zeit gedacht haben. Also, dass ein Plan so funktionieren kann. Weiter geht's. Und jetzt haben wir hier die geheimen Inschriften von irgendwem. Es ist ein erhabener Augenblick, als Professor Abraham van Helsing diese Schriften an sich nimmt. Und wahrscheinlich in eine Falle stürzt. Papyrusrollen in einer Sprache, die mir völlig unbekannt ist. Ja, schon mal scheiße. Die Erde bebt. Schnell, ich muss hier sofort raus. Ja? Wirklich schnell? Läuft hier ein Timer? Halt, stopp. Ich gehe erst, wenn ich... Ach so, gut. Es muss wirklich sehr schnell gehen, wie wir sehen. Keine Zeit, die abläuft. Kein... Kein schnelles Fliehen oder so. Wir werden instant zurückgebracht, da wo wir hergekommen sind. Okay. So, dann, Ach so, jetzt können wir hier ins Haus reingehen. Aber Moment, ich möchte erst mit meinem Freund, dem koptischen Mönch, reden. Los, lauf, von Helsing, lauf! Lauf, so schnell du kannst! Na, 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 Batman! Abraham! Ich bin in die geheimen Winkel des Grabtempels vorgedrungen und habe das, was ich hinter dem Kreuz vorgefunden habe, unter dem Schutz der heiligen Relikte zurückgelassen. Mitgenommen habe ich diese Schriftrollen, in denen vielleicht geschrieben steht, wie ich meine Bekannte von dem Fluch erlösen kann. Allerdings verstehe ich diese Sprache nicht. Können Sie für mich übersetzen? Diese Texte wurden in der alten Geheimsprache meines Ordens verfasst. Sie ist schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Daher kann ich nicht einmal ein einziges Wort übersetzen, mein Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Mein Scheitern wird schwere Konsequenzen haben. Meine junge Bekannte ist verloren, obwohl ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um sie zu retten. Vielleicht gibt es Hoffnung, mein Sohn, wenngleich es nur ein Fünkchen ist. Vor gut 20 Jahren hielt sich für einige Tage ein Mönch namens Bruder Alberto während einer Pilgerreise bei uns auf. Er schien viel über unseren Orden zu wissen. Wenn ich mich recht entsinne, sprach er davon, dass er gewisse Grundkenntnisse über diese altertümliche Sprache besitzt. Am Tag seiner Abreise vertraute er uns dies an. Mehr wissen wir jedoch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Mönch noch lebt. Er schien sogar älter zu sein als ich. Sollte er noch unter uns weilen, findet man ihn bestimmt im Herzen der Abtei, wo er Illuminator war. Das ist die Abtei St. Cortuna in Wien, der Hauptstadt von Österreich-Ungarn. Vielen Dank für die Informationen, Herodot von Judäa. Ich werde so schnell wie möglich meine Sachen packen und aufbrechen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Also leben Sie wohl, mein Freund. Ich habe zu danken, mein Sohn, und sage nicht, lebe wohl. Wer weiß... Vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder. Yay! Ich muss diesen Mustafa finden. Gut, aber... Ich kann hier noch was mitnehmen? Abgeschlossen. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich wollte ja den Eimer mitnehmen. Hehehe.
Als Dank beluten wir auch noch den guten Herodot. Ach, hier ist er. Guten Tag. Huhu. Hier, Effendi. Das kam für Sie. Der Direktor des Museums hat es geschickt. Danke. Ach übrigens, ich habe Nachforschungen wegen Ihrer Nichte angestellt und habe gute Neuigkeiten für Ihren Cousin und ebenso für Sie. Ach ja? Hören Sie, Ihre Nichte ist jetzt weit weg, aber sie ist sehr, sehr glücklich. Der Fremde, mit dem Sie sie gestern Abend gesehen haben, ist kein geringerer als ein europäischer Prinz, der sich auf den ersten Blick in Sie verliebt hat. Ein Prinz? Ja, aber sagen Sie das nicht zu laut. Sie wurden zwar gemäß den königlichen Traditionen seines Landes getraut, jedoch ist diese Nachricht noch nicht offiziell. Ich verstehe, Effendi, aber wo ist sie jetzt? Ich habe geschworen, es für mich zu behalten. Der Prinz ist sehr mächtig und eine Bekanntmachung dieses ewigen Bundes in der gegenwärtigen Situation könnte erhebliche politische Folgen haben. Hier und vor allem in Europa. Das erklärt einiges. Aber wenn ich das meinem Cousin erzähle, wird er mir niemals glauben. Aha, dann geben wir ihm natürlich den Goldstaub jetzt und alles ist erledigt. Der Prinz lässt der Familie seiner geliebten Gemahlin dieses Geschenk überreichen. Und für denjenigen, der die Neuigkeit verkünden wird, in diesem Fall sind das Sie, dieses Säckchen mit feinem Goldstaub. Ah, und die Halskette ohne Diamanten. Für die Eltern lässt der Prinz diesen Schmuck überbringen. Der große Stein, den Sie hier sehen, ist ein ungeschliffener Diamant vollkommenster Reinheit. Ihr Cousin wird damit seine Familie bis an das Ende seiner Tage durchfüttern können, ohne jemals wieder Stepp tanzen zu müssen. Wie kann ich Ihnen nur danken, Effendi? Alter, lügen kann der wie gedruckt, ist das geil. Bereiten Sie mein Gepäck vor und beten Sie zu Allah für mich. Die Hilfe Ihres und meines Gottes ist das Mindeste, was ich für mein Vorhaben brauche. Dieser Brief von Sivert beunruhigt mich sehr. Er gibt mir die Schuld an Minas plötzlich verschlechtertem Zustand. Hartnäckiges Fieber verursachte schlimme Schmerzen und Wahnvorstellungen, in denen sie von einer Reise in den Osten sprach, um sich dort mit ihrem Herrn und Meister wieder zu vereinen. Ich habe Sivert gebeten, mit Mina in Wien zu mir zu stoßen, sofern sie reisefähig ist. Er gab mir die Adresse seiner Hausherrin, Herzogin Orlowski. Ich möchte sie besuchen, nachdem ich hoffentlich Bruder Alberto in der Abtei St. Cortuna gefunden habe. Aber werden all diese Bemühungen genügen? In diesem Augenblick versinken Draculas blutrote Augen in schrecklichen Texten und machen ihn wahnsinniger, stärker und noch gefährlicher. Wie geht es Mina? Ich verstehe das einfach nicht. Obwohl sie mehrere Tage nichts zu sich genommen hat, scheint es ihr körperlich blendend zu gehen. Als ob diese Reise gen Osten sie gestärkt hätte. Ihr geistiger Zustand ist jedoch katastrophal. Sie scheint starke Schmerzen und Albträume zu haben und es wird nicht besser. Das arme Kind. Gnädige Frau. Guten Tag, Professor. Unsere Patientin schläft endlich. Vielleicht wenigstens für kurze Zeit. War Ihre Suche nach dem Mönch heute Nachmittag erfolgreich? Unzugängliche Abtei. Aber ich möchte an diesem Punkt nochmal was anmerken. Jetzt auf der Rückreise hat man erstmal gesehen, wo wir langgeschippert sind mit einem Schiff. Bis jetzt war ich der Meinung, wir sind per Zug gekommen. Aber bei dieser Landkarte hat man definitiv gesehen, wir sind über den Wasserweg gekommen. Wisst ihr eigentlich, wie lange das dauert? Zur damaliger Zeit mit dem Schiff von A nach B? Die ist doch schon längst dreimal als Zombie wieder auferstanden. Ganz im Ernst, es ist... Ach, egal. Nein, weder gestern noch heute. Und das Verhalten dieser Mönche macht mich stutzig. Sie haben mir den Zutritt zur Abtei vehement verweigert und ein Treffen mit Bruder Alberto kategorisch abgelehnt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Haben Sie in der Universität der Wissenschaften neben der Abtei etwas Auffälliges bemerkt, Seward? Wissen Sie etwas über einen bizarren religiösen Orden? Ich musste mich voll und ganz den Studien widmen, Herr Professor. Ich habe nicht einmal Zeit für einen Plausch mit einer reizenden Bedienung gehabt und schon gar nicht mit einem Mönch.
Aha, reizende Bedienung. So, so, mein lieber Seward. Und Ihr Gemahl, Herzogin? Hatte er seinerzeit irgendetwas mit der Abtei zu tun? Mein Gemahl war ein Mann der Wissenschaften und sein Interesse für Spiritualität war, gelinde gesagt, nur sehr schwach ausgeprägt. Nein, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie hat ein schönes Kleid, also die Farbe würde mir jetzt nicht unbedingt zusagen, aber ich finde das hier schön mit der Spitze. Also nur beim Dekolleté mag ich eigentlich Spitze, so Rest kannst du vergessen oder ihr Puffärmel und so ein Scheiß. Aber das Kleid ist schon hübsch. Wahrscheinlich ja noch mit einem ordentlichen Korsett geschnürt. Arr! Wie kommt man denn jetzt nur in die Abtei? Das will ich jetzt ja mal wissen. Die Frau lenkt mich hier schon wieder total ab. Bruder Alberto ist unsere einzige Hoffnung. Ich muss nachdenken. Es muss doch einen Weg geben, um in die Abtei zu gelangen und den Mönch zu finden, sofern er noch lebt. Was meinen Sie, Seward? In einen heiligen Ort gewaltsam eindringen? Das geht selbst für einen Wissenschaftler fast zu weit. Aber warten Sie. Ja, ich erinnere mich. Als ich einst die Universität mit Professor Orlowski besucht hatte, erzählte er mir, dass Universität und Abtei ursprünglich ein einziges großes Gebäude waren. Erst viel später hat der Klerus den Teil, der nun die Universität beherbergt, der Stadt überschrieben. Der Professor erklärte mir, dass eine Tür nach wie vor beide Gebäudeabschnitte miteinander verbindet. Ich glaube, in der Bibliothek. Die Universitätsleitung hat jedoch die Nutzung der Tür strengstens untersagt. Sollen wir uns die Sache vielleicht einmal näher ansehen? Ich müsste die Bibliothek am besten in der Nacht aufsuchen, damit ich nicht der Universitätsleitung über den Weg laufe. Dann muss ich die Tür suchen, die direkt in die Abtei führt. Gut gemacht, Seward. Sehr schön, dann kommen wir schon mal weiter. Wir haben eben schon gelogen, was das Zeug hält. Jetzt wollen wir in eine Universität einbrechen, um dann im Endeffekt in ein Kloster einzubrechen oder in die Abtei oder irgendwie so ein Kirchengebäude halt. Ist das geil? Wir werden the best antagonist ever. Wir sind die Bösen. Hat Ihr Gemahl einen Schlüssel zur Universität aufgehoben, Herzogin? Offiziell natürlich nicht. Aber zufällig erinnere ich mich noch daran, dass er einen Schlüssel hatte, wovon die Universitätsleitung jedoch nichts wusste. Dadurch konnte er von diesem Zimmer aus in die Bibliothek gelangen, um seinen Forschungen auch nach der eigentlichen Arbeitszeit nachgehen zu können. Als er pensioniert wurde, wollte er seine begabten Chemiestudenten einer kleinen Prüfung unterziehen. Wer diese zuerst bestehen würde, hätte als Belohnung den Schlüssel erhalten. Ich habe gesehen, wie er diesen Test vorbereitet hat. Er sollte in diesem Zimmer stattfinden. Leider verstarb er, bevor es dazu kam, und der Schlüssel ist immer noch hier. Wenngleich ich nicht genau weiß, wo. Tja, dann müssen wir ihn finden. Wir müssen unbedingt in die Bibliothek. Okay, dann Chemierätsel. Ich war immer sehr gut in Chemie. Ich habe einfach alles zusammengekippt und irgendwann hat's Puff gemacht. Was eigentlich, glaube ich, immer Sinn und Zweck dahinter war. Weil kann mir keiner erzählen, dass es nicht Puff machen sollte. Gut, ich sollte meine Suche fortsetzen. Gut, also dann würde ich aber erstmal sagen, wir speichern hier. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns einem lustigen kleinen Chemierätsel zuwenden und dann in die Bibliothek gewaltsam eindringen. Bäh. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.